Bis vor 30.000 Jahren beherrschte er Europa, der Neandertaler. Eine lange unterschätzte Menschenart. Nach seinen Spuren suchen Forscher bis heute. Immer wieder stoßen sie auf überraschende Aspekte seines Lebens. Wie hat er ausgesehen? Wie hat er gedacht? Wie hat er gesprochen? Wer war der Mensch Neandertaler? Herzlich willkommen bei Quarks und Co. Berühmte Köpfe unseres Landes. Schiller, Goethe. Ihre Namen kennt man auf der ganzen Welt. Aber daneben gibt es noch einen Kopf. Der Neandertaler. Vor 150 Jahren hat man ihn gefunden. Und da wurde schnell klar, dass es schon lange vor uns Menschen gegeben hat. Diese Entdeckung ging damals rund um die Welt. Am Anfang gab es nur einen einzelnen Knochenfund. Doch seitdem hat die Wissenschaft versucht, mit weiteren Funden und neuen Techniken ein genaueres Bild des Neandertalers zu zeichnen. Und heute wird nach und nach klarer, wie nah uns dieser urzeitliche Verwandte wirklich ist, was er konnte und wie er lebte. Nun, interessant ist dabei, dass es manchmal ganz unscheinbare Fundstücke sind, die unsere Vorstellung vom Neandertaler erweitern. Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt. In der Post ein Auftrag für die Kriminalbeamtin Simone Wabnitz, Spezialistin bei der Spurensicherung. Das einzige Indiz im Fall: ein kleiner schwarzer Klumpen. 48.000 Jahre alt soll er sein. Die Spuren darauf: Linien. Ein Fingerabdruck vermuten die Auftraggeber aus dem Landesmuseum Halle. Deshalb haben sie sich an Simone Wabnitz gewandt. Im Spurenlesen ist sie Profi. Und das, was sie hier sieht, fordert ihren ganzen Sachverstand. Der Abdruck soll von einem Neandertaler stammen. Ein Fingerabdruck aus der Historie der Menschwerdung, wird spekuliert. Wer hat das merkwürdige Stück, den schwarzen Klumpen, einst in der Hand gehalten? War es wirklich ein Neandertaler? Und was ist das überhaupt für ein merkwürdiges Material? Poröse und dunkle Stellen unter dem Mikroskop. Luftblasen und Spuren von Asche. Der Klumpen muss im Feuer bearbeitet worden sein. Eine winzige Probe reicht den Ermittlern zur Analyse. Im Gaschromatographen trennen sie die Probe in ihre organischen Bestandteile. Das Ergebnis? Der entscheidende Hinweis. Das Stück besteht zum größten Teil aus Betulin, dem Stoff der Birkenrinde. Das Klümpchen ist Birkenpech, verschwelte Birkenrinde. Rudolf Walter ermittelt in unserem Auftrag. Seine Vorgehensweise: ausprobieren. Feuerfeste Gefäße, luftdicht verschlossen und Feuer. Die Bedingungen für das Verschwelen der Rinde. Und wirklich, heraus kommt Birkenpech, eine Art Klebstoff aus der Steinzeit. Auf dem Fundstück Abdrücke von Holzmaserung und einer Steinkante. Hat ein Neandertaler damit ein Werkzeug oder eine Waffe zusammengeklebt? Aber wie hat er das Birkenpech hergestellt? Feuerfeste Gefäße hatte er nicht. Ein neuer Test. Irgendwie muss der Neandertaler das Feuer kontrolliert haben. Die klebrige Masse fließt nur, wenn die Hitze nicht zu groß wird. Das Ergebnis: verkohlte Birkenrinde. Unser Versuch gescheitert. Und doch muss der Neandertaler die Technik beherrscht haben. Sonst gäbe es diesen Klumpen nicht. Simone Wabnitz sucht weiter nach einem Fingerabdruck. Doch die typischen runden Linienmuster kann sie nicht identifizieren. Die geraden Linien deuten eher auf eine Handkante hin, die einst das Birkenpech berührt hat. Den Fingerabdruck aus der Steinzeit, den haben die Ermittler nicht gefunden. Dafür sind sie auf eine Technik gestoßen, die der Neandertaler einst beherrscht hat.
Das Birkenpech ist also der älteste, eindeutig nachgewiesene Klebstoff. Die Herstellung ist gar nicht so einfach, denn es handelt sich chemisch gesehen um eine sogenannte trockene Destillation, ein Verschwelen. Wichtig dabei ist zum einen die Temperatur, die muss so um 400 Grad Celsius betragen und die ganze Reaktion läuft ohne Sauerstoff ab. Und das dauert hier ein bisschen, aber wir haben das Ganze vorbereitet und so sieht dann das Ergebnis aus, nämlich eine dunkle, teerartige Masse. Und wenn diese Masse hart wird, dann sieht sie so aus, also ein toller Klebstoff, der übrigens eine interessante Eigenschaft hat, nämlich wenn man den Klebstoff wieder erhitzt, kann man ihn wiederverwerten. Nun, nach dem Neandertaler benutzte auch unser direkter Ahne Homo sapiens diesen Klebstoff. Und interessant, wir haben es auch im Film gesehen, bis heute versteht man nicht, wie der Neandertaler den Klebstoff mit seinen Mitteln hergestellt hat. Nun, das, was Wissenschaftler an Überresten von den Neandertalern finden, sind neben Birkenpech, neben Werkzeugen oder Siedlungsresten fast immer nur ein paar Knochen und Zähne, mehr nicht. Doch das, was auf den ersten Blick recht kümmerlich aussieht, ist in Wirklichkeit ein reichhaltiges Archiv. Besonders in den Zähnen sind unzählige Informationen gespeichert. Sie zählen zum Wertvollsten, was Forscher finden können. Zähne von Neandertalern. Im harten Zahnschmelz vermuten die Forscher Informationen über den Alltag der Menschen aus der Steinzeit, ihre Ernährungsweise, ihre Krankheiten. Und darüber, wie lange Neandertaler gebraucht haben, um erwachsen zu werden. In den USA hat eine groß angelegte Studie an Zähnen vieler Neandertaler ergeben, dass die Steinzeitmenschen genauso lange benötigten, um auszuwachsen, wie wir modernen Menschen. Die Zähne eines einzigen Neandertalers haben Forscher am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie für uns untersucht. Die Fragestellung: In welchem Alter war dieser eine Neandertaler ausgewachsen? Und wie kann man das herausfinden? Mit einem schwarzen Spezialkunststoff haben die Leipziger Anthropologen eine auf den tausendstel Millimeter genaue Kopie eines Neandertalerzahns hergestellt. Eine rein äußerliche Untersuchung. Die feinen Linien auf der Oberfläche sind während des Wachstums des Neandertalers entstanden. Ähnlich wie die Jahresringe bei einem Baum zeigen die Linien an, wie viele Jahre der Zahn gewachsen ist. Beim modernen Menschen sind die Zähne im Alter von etwa 18 Jahren ausgereift und wachsen nicht mehr. Ist das bei unserem Neandertaler genauso gewesen? Zum Vergleich untersuchen die Anthropologen den Zahn eines modernen Menschen. Davon gibt es noch genug. So dürfen sie hier, was bei Neandertalerzähnen strikt verboten ist, den Zahn auseinandersägen. Im polarisierten Licht machen sie die feinen Strukturen im Innern des Zahns sichtbar. Wie beim Neandertaler entdecken sie Wachstumslinien, die sich von der Oberfläche ins Innere des Zahns fortsetzen. You can see these lines running along near to the surface of the tooth. Die Linien, die nah unter der Oberfläche des Zahns verlaufen, das sind die Wachstumslinien. Wenn ich jetzt vergrößere, kann ich sogar Tageslinien sehen. Wenn ich jetzt noch mehr vergrößere, dann kann ich jede einzelne dieser Linien zählen, vermessen und dann auf die Zeit schließen, die dieser Zahn für sein Wachstum gebraucht hat. Bei dem Zahn des modernen Menschen sind es 6500 Tageslinien. Das entspricht dem Wachstum von etwa 18 Jahren. Beim Zahn des Neandertalers haben sie hier nur 15 Jahre Wachstumszeit festgestellt. Aber das soll nichts heißen, sagen die Forscher. Schließlich haben sie nur von außen schauen können. Und die Untersuchung von einem einzelnen Zahn ist nicht sehr aussagekräftig, wissenschaftlich gesehen.
Die Zähne verraten tatsächlich eine ganze Menge. Und es könnte sogar sein, dass die Leipziger Forscher noch andere Rätsel damit lösen können. Zum Beispiel über den Lebensraum der Neandertaler. Ihr Ansatz dabei, das Trinkwasser. Wasser ist nämlich nicht gleich Wasser. Je nachdem, aus welcher Quelle es stammt, ist die Zusammensetzung der Mineralien leicht unterschiedlich. Und diesen chemischen Fingerabdruck kann man in den Zähnen der Menschen finden, die aus der jeweiligen Quelle getrunken haben. Nun, bei den untersuchten Funden stellte sich heraus, dass der Neandertaler aus Quellen getrunken haben muss, die sich in einem Radius von etwa 100 Kilometern um seine Lagerstätte befanden. Nun, um Ihnen das mal klarzumachen, am Beispiel Köln, und da merkt man, das ist ein riesiges Areal. Es erstreckt sich bis weit ins Ruhrgebiet. Also ohne Straßen und Wege hat ein Einzelner dieses Areal bereist. Der Neandertaler muss also ziemlich mobil gewesen sein. Er ist ja benannt nach dem ersten Fundort, dem Neandertal. Aber er bevölkerte ganz Europa. Und hier auf der Karte sehen Sie in weiß die verschiedenen Fundstellen, also Orte, an denen man Knochen von Neandertalern gefunden hat. Insgesamt sind es 300 solcher Fundstellen. Das sind zwar mehr als von irgendeiner anderen Frühmenschenart, aber das ist wenig, wenn man bedenkt, dass diese 300 Funde Auskunft geben sollen über eine Spezies, die immerhin 300.000 Jahre lang Europa bevölkert hat. Nun, was wissen wir darüber? Wie haben sie gelebt? Sie haben auf jeden Fall Jagd gemacht auf Großwild, wie zum Beispiel Wollnashörner, Rentiere, Hirsche und Mammuts. Das kann man belegen anhand der tierischen Knochenfunde. Dann haben sie Werkzeuge wie diese hier genutzt und natürlich auch solche Speere. Damit konnten sie sich gegen Raubtiere verteidigen. Die gab es damals auch in Europa, wie Wölfe, Säbelzahntiger oder Höhlenbären. Sie müssen auf jeden Fall ziemlich erfolgreiche Jäger gewesen sein. Fleisch stand bei ihnen öfters auf dem Speiseplan. Aber wie viel es wirklich war, erkennt die Forschung erst heute. Die Eiszeit in Europa. Es ist kalt, als die Neandertaler vor 100.000 Jahren hier leben. Lange Winter herrschen und Nahrung zu finden ist nicht leicht. Der Mann aus dem Neandertal muss gut und viel gegessen haben, denn er hat sehr kräftige Knochen. Wovon konnte er sich ernähren? Mit dieser Frage beschäftigen sich Wissenschaftler. Was der deutsche Neandertaler gegessen hat, untersucht der Anthropologe Mike Richards, und zwar an Knochen. Sie sind das Archiv des Körpers, weil sie Stoffe einlagern. Mike Richards demonstriert die Methode. Etwas Knochenpulver genügt, es wird gewaschen und mit Säure aufbereitet. Schließlich zeigt sich der Stoff, der die Geheimnisse der Vergangenheit in sich trägt: Kollagen. Ein Eiweiß, das den Knochen zusammenleimt. Die chemische Analyse des Kollagens offenbart, was auf dem Speiseplan des Neandertalers stand. Ablesen können Experten das am Verhältnis von Stickstoff zu Sauerstoff. Noch sind nicht alle Untersuchungen abgeschlossen, aber es gibt Hinweise. Es scheint, als ob der deutsche Neandertaler, wie die anderen Neandertaler auch, ein reiner Fleischesser war, wie Wölfe. Sie ernährten sich hauptsächlich vom Fleisch. Es gab auch wärmere Phasen in der Eiszeit und viele Tiere. Reiche Beute für Jäger wie den Neandertaler. Doch hat ihnen Fleisch alleine ausgereicht? Was ist mit Vitaminen? Archäologen wie Rudi Walter versuchen, solche Fragen zu lösen. Im Experiment. Dieses Reh wird er mit Steinklingen und Schabern zerlegen. Unter denselben Bedingungen wie die Neandertaler. Sein Werkzeug ist so hergestellt wie die Originalfunde. Die Klingen sind scharf genug, um Fell und Knorpel durchzuschneiden. Spuren an fossilen Tierknochen beweisen, dass die Neandertaler sehr gute Metzger waren. Sie müssen die Tiere genauso fachmännisch zerteilt haben. Für die Mahlzeiten haben sie alles verwertet, was am Tier dran war. Trotz der scheinbar einseitigen Kost hatten sie alle Vitamine, die sie brauchten. An Mangelerscheinungen litten sie nicht.
Die Neandertaler und die modernen Menschen waren bis 10.000 Jahre vor Christus ziemlich gesund, bis der Ackerbau kam. Erst mit der Landwirtschaft beobachten wir eine schlechtere Gesundheit. Löcher in den Zähnen und ernährungsbedingte Krankheiten. Die Menschen der Altsteinzeit waren ziemlich gesund. Sie wurden zwar nicht so alt, aber ihre Ernährung scheint gut gewesen zu sein. Die Eiszeitmenschen kannten wohl schon einige Küchentricks. Und das ging nur mit Hilfe des Feuers. Muskelfleisch wie aus der Lende haben sie sicher gebraten. Auch Trocknen und Räuchern nutzten sie, um Vorräte anzulegen. Vitamine haben sie wohl aus Blut und Innereien gewonnen. Die aßen sie roh. Knochen wurden aufgeschlagen. Das Knochenmark war sehr begehrt. Es enthält Fett, bringt Energie und Vitamine. Gegrillt, geschmort, als Spieß oder geräuchert. Aus Fleisch, Fett, Blut und Innereien bestand das Neandertaler-Menü, das sie über 200.000 Jahre überleben ließ. Den modernen Menschen Homo sapiens gibt es hier noch nicht einmal halb so lange. Fleisch war offensichtlich das Essen für ein Erfolgsmodell. 300.000 Jahre lang hat es ihn gegeben, den Neandertaler. Nun, in dieser langen Zeitepoche gab es immer wieder große Temperaturunterschiede. So sah zum Beispiel Europa vor 120.000 Jahren aus. Ziemlich grün, wenig Eis. Die globale Mitteltemperatur lag bei 17 Grad. Das sind 2 Grad mehr als heute. Und dann kam ein Umschwung. Also das Thermometer begann zu sinken, und zwar um 8 Grad. Und das Eis breitete sich aus, Gletscher bis in die norddeutsche Tiefebene. Wir landen hier vor 65.000 Jahren in der Eiszeit. Nun, im gesamten Eiszeitalter gab es ebenfalls Klimaschwankungen, sogenannte Warm- und Kaltzeiten. Und was die bedeuten, möchten wir Ihnen hier in einem Beispiel zeigen. Und zwar haben wir eine Region in Süddeutschland herausgepickt. Dort hat man viele Neandertaler gefunden. So sah es im Winter in der Kaltzeit aus, also klirrende Kälte, Temperatur minus 20 Grad. Aber es gab Jahreszeiten, also es gab auch in der Kaltzeit einen Sommer. Die Temperaturen stiegen auf etwa plus 5 Grad und das Ganze erinnert eher an eine Tundra. Dann die Warmzeit, Winter, manchmal Schnee, aber dann im Sommer wurde es richtig warm, eine üppige Vegetation. Also es gab offensichtlich diesen Klimawechsel und der Neandertaler hat sich hervorragend daran angepasst. Überhaupt war der Neandertaler wohl sehr viel flexibler, als das erste wissenschaftliche Bild vom primitiven Rohling vermuten ließ. Bis 1856 ist das Neandertal berühmt für seine idyllische Landschaft. Doch dann sammeln Arbeiter nach einer Sprengung im Kalksteinbruch ungewöhnliche Skelettteile auf. Besonders die Schädelform macht stutzig. Aus dem Geschlecht der Flachköpfe steht im ersten Zeitungsbericht. Nach der Vorlage des Schädelfundes die erste Zeichnung. Mehr Tier als Mensch, folgert der Wissenschaftler, der den Fund beschreibt und das Bild in Auftrag gibt. Anfang des 20. Jahrhunderts wird das Image noch schlechter. Der Neandertaler, eine niedere Art, wilder Affenmensch, behaart, mit gefletschten Zähnen und krummem Rücken. Die gebückte Haltung ist ein folgenschwerer Irrtum eines französischen Paläontologen. Sein Fehlurteil basiert auf Untersuchungen am Skelett eines einzigen Neandertalers, doch ausgerechnet der hatte starke Arthritis. Erst in den 50er Jahren wird der Irrtum durch eine erneute Untersuchung aufgedeckt. Auch die Keule als primitive Waffe hält sich bis in diese Zeit. Wissenschaftlich ist sie nicht belegt. Und erst nach und nach wird im 20. Jahrhundert aus dem gekrümmten, tumben Wesen ein Mensch, den man in den 80er Jahren in einen Anzug steckt, um zu zeigen, wie ähnlich er uns ist. Es ist interessant, wie sich das Bild des Neandertalers in der Wissenschaft verändert hat. Früher ein affenähnlicher Flachkopf. Heute denkt man ganz anders darüber. Wir sind bei Alfons und Adri Kennis. Die beiden leben im niederländischen Arnheim. Im Herbst 2005 erhalten sie ihren Auftrag.
Sie sollen die Gestalt jenes Mannes rekonstruieren, dessen Überreste vor 150 Jahren im Neandertal gefunden wurden. Alfons und Adri sind Spezialisten. Schon als Kinder beschäftigten sie sich mit der Urzeit, waren fasziniert von Knochen und Urmenschen. Alfons fand damals in einer Bibliothek ein Bild. Ihn hat dieser Affenmensch enorm beeindruckt. Wahrscheinlich hat er seinen Zwillingsbruder mit seiner Begeisterung angesteckt. Sie begannen zu malen und zu zeichnen, in der Schule oder zu Hause. Zum Beispiel diesen Homo heidelbergensis. Die Knochen sind das Ausgangsmaterial für ihren Neandertaler. Ein so anspruchsvolles Projekt schaffen sie nur gemeinsam. Für Adri ist Alfons der wichtigste Kritiker. Weil die beiden denselben Stil haben. Dieselben Ziele, dasselbe gestalterische Konzept. Sie verstehen sich blind, weil jeder weiß, wie der andere arbeitet. Nachdem sie die paar Knochen ergänzt haben, mit Knochen aus anderen Funden und einigen modernen Skelettteilen, modellieren die beiden die Muskulatur. Die sei beim Neandertaler sehr kräftig gewesen, sagen die meisten Experten. Doch Alfons ist sich da nicht sicher. Dass die kräftigen Knochen des Neandertalers ein Hinweis auf eine kräftige, robuste Gestalt seien, hält er für fraglich. Was heißt überhaupt robust? Was ist ein robuster Urmensch? Die beiden wissen es nicht. Woran sollen sie sich halten? Bisher hat niemand ein Stück Neandertaler Muskel gefunden oder ein Stück Neandertaler Haut. Die Brüder müssen sich auf ihre Intuition verlassen und auf ihre Kenntnisse in Anatomie und Archäologie. Für die Körperbehaarung nehmen sie Haare vom Wisent. Die Haare für den Kopf stammen von einem Moschusochsen und von Marielle, der Frau von Alfons. Das Einsetzen dauert mehrere Tage. Alles in allem haben sie 6 Monate an ihrem Neandertaler gearbeitet. Trotzdem sind ihnen auch am Ende seine Knochen näher als die Figur, die sie geschaffen haben. Die Knochen von 1856, das ist für sie der Neandertaler, nicht ihre Rekonstruktion. Sie finden das selber merkwürdig. In diesem Punkt sind sie wieder mal einer Meinung. Auch wenn sie ihre Figur für sehr gelungen halten. Und das ist das Ergebnis der beiden Holländer. Der Neandertaler, wie ihn die moderne Forschung heute sieht. Übrigens, an der Stelle ein herzliches Dankeschön an das Neandertal-Museum, das uns dieses tolle Unikat zur Verfügung gestellt hat. Interessant wird es, wenn man sich den Kopf anschaut. Schauen Sie mal hier, diese fliehende Stirn. Noch deutlicher wird es, wenn man den Schädel betrachtet, also diese dominante Stirn und auch hier diese kräftige Kieferpartie. Das alles spricht dafür, dass der Neandertaler eine eigene Entstehungsgeschichte gehabt haben muss. Er ist nämlich nicht unser Vorfahre. Irgendwann vor etwa 400.000 Jahren haben sich seine Entwicklungslinie und die des modernen Menschen, also von unserer, getrennt. Ein gemeinsamer Vorfahre ist der Homo erectus. Und spannend wird es, wenn man sich den Stammbaum der Hominiden im Detail betrachtet. Sie haben die Möglichkeit, im Internet auch Details nachzulesen über den ein oder anderen Hominiden. Mehr dazu unter www.quarks.de. Es ist toll, wie viele Seitenlinien es gab, wie sich die Evolution da ausprobiert hat. Es gab sogar Phasen, in denen gleichzeitig und nebeneinander mehrere Menschenarten lebten. Doch irgendwann, im Laufe der Evolution, hat sich etwas Entscheidendes verändert. Wir Menschen haben angefangen zu sprechen. Und gerade beim Neandertaler fragen sich Forscher bis heute, hat er vielleicht auch gesprochen? Es gibt Wissenschaftler, die sagen ganz klar nein.
Warum? Sie machen ein bestimmtes Gen dafür verantwortlich, eine spezielle Form des sogenannten FOXP2-Gens. Es ist bei uns Menschen für die Fähigkeit zur Artikulation und zum Bilden von grammatikalischen Strukturen wichtig. Also Menschen, bei denen dieses Gen defekt ist, diese Menschen können nicht sprechen. Und manche Forscher glauben nun, dass dem Neandertaler genau dieses Gen fehlte. Es bleibt also immer noch ein ungelöstes Rätsel, ob er wirklich sprechen konnte. Aber wenn man sich die Funde anschaut, er hat Werkzeuge gefertigt. Neandertaler sind gemeinsam auf die Jagd gegangen, also sie müssen auch irgendwie miteinander kommuniziert haben. Nun, spannend wird es, wenn man sich ihr Gehirn ansieht. Es war größer als das unsere. Aber kann man aus den wenigen Schädelfunden tatsächlich auf das Gehirn des Neandertalers schließen? Fremd und doch irgendwie vertraut. Der Schädel des Neandertalers. Aber was war drin? Wie sah sein Gehirn aus? Der Schädel gibt immerhin die Form des Gehirns vor. Von dem Inneren eines Neandertaler-Schädels können Forscher Abdrücke anfertigen. So einen Schädelinnenabdruck untersucht die amerikanische Anthropologin Dean Falk. Ob diese Messungen ihr neue Informationen liefern? Hinten war das Neandertaler-Gehirn länger, im wichtigen Stirnbereich eher unterentwickelt. War dadurch die Fähigkeit des Neandertalers zu höherem Denken eingeschränkt? Senfsamen. Schon seit über 100 Jahren vermessen Forscher mit ihnen das Gehirnvolumen eines Schädels. Solche Messungen zeigen, dass Neandertaler größere Gehirne hatten als wir. Aber waren sie deswegen intelligenter? Die herkömmlichen Methoden liefern einfach nicht genug Informationen. What's good about that is that the outside part of the brain. An den Schädelinnenabdrücken ist die Form der Großhirnrinde besonders gut zu erkennen. In der Großhirnrinde sitzt die menschliche Fähigkeit für höheres Denkvermögen. One can, for instance, use magnetic resonance imaging. Mit modernen, bildgebenden Verfahren müsste sich eigentlich rekonstruieren lassen, wie diese Großhirnrinde beim Neandertaler ausgesehen hat. Ihre besten Schädelinnenabdrücke hat Dean Falk nach Deutschland zum Forschungszentrum Jülich geschickt. Der Abdruck kommt in einen wassergefüllten Eimer. Sonst erkennt der Kernspintomograph das Material nicht. Die Jülicher Wissenschaftler um den Hirnforscher Karl Zilles verfügen weltweit über die besten Methoden zur Auswertung solcher Messungen. Ob sie hier tatsächlich mehr über das Neandertaler Gehirn herausfinden werden? So sah also ein Neandertaler Gehirn aus. Besonders interessant scheinen den Forschern die Stirnlappen. Der Stirnlappen des Neandertaler-Gehirns war viel höher entwickelt als bislang angenommen. Dieser Hirnteil ermöglicht vorausschauendes, planvolles Handeln und ist mit anderen Hirnteilen verbunden, die wichtig sind für das Denken. Das sind wirklich neue Erkenntnisse über die Neandertaler. Wir wissen jetzt, wie fortgeschritten ihre Fähigkeit war, sich Dinge zu erträumen, Pläne zu machen und diese in die Tat umzusetzen. Was ergibt nun der Vergleich zwischen Neandertaler-Gehirn links und unserem Gehirn rechts? Die Analysen der Forscher zeigen, das Neandertaler-Gehirn war in einem Bereich über der Augenhöhle etwas weniger entwickelt als unseres. Aber was geschieht in diesem Teil des Gehirns? Hirnforscher wissen, dass hier Aggressionen unterdrückt werden. Neandertaler hatten an dieser Stelle minimal weniger Hirnmasse als wir. Ob das wirklich bedeutsam ist? That brain is there. In terms of the cerebral cortex. Ihr Gehirn war voll da, jedenfalls wenn es um die Großhirnrinde geht. Es gibt nur diesen winzigen kleinen Unterschied. Aber insgesamt ist dieser Stirnlappen fast so entwickelt wie bei uns. Ihr Gehirn war genau wie unseres, einfach menschlich.
aren't human. They are almost human-like. Was es nun bedeutet, dass ihr Gehirn größer war, wissen wir nicht. Aber sicherlich war das etwas Positives. Certainly they were positive. Die Neandertaler hatten ein ausgeprägtes Sozialleben. Sie bestatteten zum Beispiel ihre Toten, hatten also eine Vorstellung vom Jenseits. Sie pflegten Kranke, planten ihr Leben in der Gemeinschaft kaum anders als moderne Menschen. Und während einer Phase von etwa 4.000 bis 5.000 Jahren lebten der Neandertaler und der moderne Mensch gleichzeitig in Europa. Gab es da vielleicht sogar ein besonderes Miteinander? Also ich würde als Neandertaler in etwa so aussehen. Mit den Daten der Forscher haben unsere Grafiker mein Gesicht mit den typischen Merkmalen eines Neandertalers versehen. Gab es vielleicht gemeinsame Nachkommen zwischen dem Neandertaler und uns modernen Menschen? Und wenn es so war, gibt es vielleicht noch Gene des Neandertalers in uns? Dieser Knochen soll sein Geheimnis lüften. Wie nahe ist der Neandertaler mit dem modernen Menschen verwandt? Ist er der direkte Vorfahre? Ausgerüstet wie in einem Hochsicherheitslabor macht sich der Wissenschaftler Matthias Krings auf die Suche nach dem Beweis. Die Schutzkleidung soll den Knochen vor Verunreinigungen bewahren. Denn jede Hautschuppe eines modernen Menschen könnte das Ergebnis verfälschen. Dieser Oberarmknochen des ersten Neandertalerfunds ist ungefähr 40.000 Jahre alt. Ist in ihm noch DNA zu finden? Vorsichtig bohrt der Forscher das Knochenmark aus der Probe. Darin soll das Erbgut enthalten sein. Bei der Verbrechersuche ist die Isolierung von DNA Routine. Doch diese Probe ist einmalig. Sie ist älter als jede andere zuvor. In vielen kleinen Schritten wäscht und reinigt der Wissenschaftler das Knochenmehl, um an das kostbare Material zu kommen. In diesem Gerät wird die DNA wie in einem Kopierer vervielfältigt. Diese Methode nennt sich PCR. Erst dadurch erhält man genügend DNA für weitere Analysen. In einem solchen Gel soll sich die DNA nun trennen. Unter UV-Licht zeigt sich, Matthias Krings hat tatsächlich DNA isoliert. Aber stammt sie wirklich vom Neandertaler oder von einem modernen Menschen? Um das zu entscheiden, wird sie sequenziert. Das Gerät liest also die Buchstaben der DNA, die Basenpaare. Und tatsächlich, es ist die mitochondriale DNA eines Neandertalers. Die Untersuchung zeigt, sie unterscheidet sich im Durchschnitt in 27 Basenpaaren von der des modernen Menschen. Der Neandertaler ist also nur entfernt mit uns verwandt. Bisher haben die Wissenschaftler ausschließlich die DNA der Mitochondrien untersucht, aber die enthält nicht den vollständigen Satz des Erbguts. Wenn man jedoch alles untersuchen würde, gibt es ganz bestimmt Überraschungen. Nun, mit neueren DNA-Untersuchungen von Frühmenschenfunden aus einer Zeit vor etwa 4 Millionen Jahren, also lange bevor es den Neandertaler gab, konnten Forscher belegen, dass sich diese Urmenschen mit Schimpansen gepaart haben müssen. Und zwar noch lange, nachdem die beiden Spezies sich in der Evolution getrennt hatten. Also warum nicht auch eine Verbindung von Homo sapiens und Neandertaler? Der Archäologe Joao Silao mit seinem Team auf dem Weg zur Arbeit. Vor 30.000 Jahren lebten hier in einem Gebiet nördlich von Lissabon die letzten Neandertaler Europas. In diesem Höhlensystem suchten sie Schutz und hinterließen ihre Spuren, bis der moderne Mensch ebenfalls die Iberische Halbinsel besiedelte. Wir wissen nicht, was zu dieser Zeit genau passiert ist, aber kombinierte Merkmale von Neandertalern und modernen Menschen im Kind von Lagarvelio lassen vermuten, dass sich die hier lebenden Neandertaler vermischt haben mit den modernen Menschen, die eingewandert sind. Das Kind von Lagarvelio. Es starb vor 25.000 Jahren. Obwohl ein modernes Menschenkind, trägt sein Skelett für Silao eindeutig Züge der Neandertaler. Ein Beleg für ihn, dass auch die Neandertaler zu den Vorfahren des Kindes gehörten und in seinen Genen ihre Spuren hinterließen. Also ein echtes Mischlingskind? Christoph Zollikofer von der Uni Zürich zweifelt an dieser Theorie.
Er hat die zerbrechlichen Knochen des Kindes eingescannt und virtuell wieder zusammengebaut. Die Rekonstruktion ermöglicht es, das Skelett genauer zu vermessen. Seitdem ziehen er und seine Kollegen ganz andere Schlüsse. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sich Neandertaler und moderne Menschen in Portugal begegnet sind und vielleicht auch Nachkommen gezeugt haben, allerdings einige tausend Jahre früher, denke ich, als zur Zeit des Kindes von La Carvalho. Nun, wie muss man sich solche Hybriden vorstellen? Erstens sind sie sehr, sehr selten, sodass man sie als Fossilien kaum findet. Und wenn man sie finden würde, würde man erwarten, dass sich Merkmale der zwei Arten über den ganzen Körperbau hinweg zeigen. Die langen Röhrenknochen der Beine des Kindes könnten den ersten Hinweis dazu geben. Man kann sehen, wie kurz das Schienbein im Vergleich zum Oberschenkel ist. Das ist absolut charakteristisch für die Neandertaler. Ein wirklich bemerkenswerter Unterschied zu den anderen, den modernen Menschen. So, ich lege die mal lieber wieder zurück. Nun kann man sich fragen, was bedeutet das? Entweder ist es eben ein Neandertaler-Merkmal, aber da denken wir, das ist doch sehr unwahrscheinlich, dass ein Merkmal schon ein Hinweis darauf sein sollte, dass es sich hier um eine Mischform handelt. Vielmehr können wir das interpretieren als Variation, die wir heute nicht mehr sehen, oder als Anpassung an eine kalte Umgebung. In dem Unterkiefer hier sieht man ebenfalls eine Kombination von Merkmalen der Neandertaler und moderner Menschen, wie überall bei diesem Skelett. Es gibt ein klar ausgeprägtes Kinn hier. Das ist typisch für moderne Menschen. Gleichzeitig sieht man, dass diese Zahnreihe abfällt zum hinteren Teil des Unterkiefers. Das ist typisch für Neandertaler. Beim modernen Menschen würde dies eher so aussehen. Schauen wir uns mal einen modernen menschlichen Unterkiefer an und da sehen wir genau dasselbe. Auch die schiefe Zahnstellung und die relativ zur Basis. Das ist natürliche menschliche Variation. Kein einziges einzelnes Neandertaler-Merkmal sehen wir da drin. Also doch kein Mischlingskind. Aber Silao gibt nicht auf. Er sucht weiter nach Beweisen, die seine Theorie von der Vermischung der Neandertaler mit uns modernen Menschen stützen. Nach dem, was man weiß, gab es also wohl keine Vermischung der beiden Hominidenarten. Aber wer weiß, gerade die letzten Jahrzehnte haben dank moderner Analysetechniken unser Wissen um den Neandertaler extrem erweitert. Er hat immerhin 300.000 Jahre auf unserem Planeten gelebt, deutlich länger als unsere Art bisher. Also vielleicht können wir etwas vom Neandertaler lernen. Zum Schluss, wie immer, unser Quarks-Skript zum Thema. Dank Ihrer Gebühren ist es kostenlos und so kommen Sie dran. Beschriften Sie einen C5-Umschlag mit Ihrer Adresse und dem Vermerk Büchersendung. Frankieren Sie ihn mit 85 Cent. Nehmen Sie nun ein normales Briefkuvert und adressieren es an WDR, Quarks & Co., Stichwort der Sendung 50612 Köln. Darin senden Sie uns den Rückumschlag. Und bitte haben Sie etwas Geduld, das Skript muss erst noch in Druck gehen. Das war's für heute. Bleiben Sie uns treu, empfehlen Sie uns weiter. Tschüss. Ein Podcast von WDR.de. Unter der Internetadresse podcast.wdr.de gibt es die vollständige Podcastliste und die Nutzungsbedingungen.